Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Stormtrooper. Wir haben in der letzten Folge das Königshorn beschafft. Eine Nebenquest von Uchu. Und uns ein Schlangenwachen-Outfit gesichert. Wie ich finde, richtig cool. Und haben halt jetzt so ein paar Aufgaben. Die Hauptquest, hier über die Brücke gehen. In diese Richtung. Und Unuratu befreien. Eine Nebenquest ist irgendwo hier unten. Also wir haben mehrere Nebenquests. Wir haben Freiheit, Rebellen in Not. Haben wir da unten. Das sollten wir relativ einfach schaffen. Herz und Verstand, da haben wir das Königshorn. Da geht es jetzt hier oben weiter mit dem Weißen. Das Amulett des Retters. Spiel des Todes war da unten. Das haben wir schon gemacht. Gut. Wo fangen wir denn an? Ich glaube, wir gehen... die Rebellen in Not zuerst machen. Dann müssen wir die jetzt hier unten angezeigt bekommen. Genau. Wir wollen Gutes tun und die Rebellen hier erstmal retten. Dann laufen wir mal los. Oh. Okay, weil wir jetzt als Schlangenwache gekleidet sind, redet nicht mehr jeder mit uns. Das ist... Aber reden jetzt andere Leute mit uns? Okay, das finde ich jetzt gerade eigentlich nicht gut. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Okay. Ach, dann sind die in dem ganzen Ding hier verstreut. Aber natürlich. Gut, dann gehen wir hierher und hier hin und können dann hier unten die Würfel holen. Möglichst. Ich will nichts triggern. So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert. Ermordet. Aber eigentlich dürften sie ja nicht wissen, dass ich bin. Ich werde nicht betteln. Ja, ich weiß. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Ich habe was zum Lesen gefunden. Tödliche Erdenmutter. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Kuat Likue, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Was für Namen, Leute. Was für Namen. Wer soll die aussprechen können? Was mich hier ein bisschen... Also, ich weiß nicht, wie ich es jetzt aussehe. Es ist seltsam. Ich meine, wir sind halt jetzt verkleidet als Schlangenwache. Wache. Und eigentlich...
Hallo? Es ist ja... Es ergibt schon Sinn, dass die jetzt nicht mehr mit uns reden, weil wir halt eben so verkleidet sind. Andererseits ergibt es auch keinen Sinn. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Bin ich schon im Jenseits? Nein. Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. So, damit haben wir 4 losgebunden. Wo ist der letzte? Dann müssen wir jetzt wieder einmal so komisch drum herumlaufen und... Ja, das kriegen wir schon hin. Hoch. Ja, hoch. Ich meine, wenn man aber jetzt bedenkt, dass die Leute halt echt Angst haben hier. Vor diesem Pult. Und vor eben Trinity. Macht's halt schon Sinn, dass sie nicht mehr mit uns reden. Wir alle. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Okay, was ich mir nämlich jetzt vorstellen kann, dass wir die Quest hier nämlich gar nicht machen können. Warum? Weil wir diese Rüstung anhaben. Dass wir also wirklich erst an ein Lager müssen, unsere Rüstung ändern müssen, um dann weiter zu können. Ich frage mich, wo das hier alles ist. Bestimmt irgendwo in der Nähe von oder in einem Grabmal. Ich probier's, aber ich glaube, wir müssen dann tatsächlich erst mit der Hauptquest fertig machen. Ändert sich halt nichts. Orientierung gleich null. Die Verstoßenen also. Kennen den Willen der Götter. Gebt mir ein Zeichen. Hm? Witch! Hey! Gosh! Wo ist denn der Junge? Irgendwo hier soll er sein, oder er ist dort in dem Haus drin. Ihr schicktet die Verstoßenen mit eurer Weisheit, doch nur wenige hören zu. Wie kann ich die Verstoßenen kennen, den Willen der Götter? Gebt mir ein Zeichen. Was denn? So, und natürlich... Wie ich mir gedacht habe, der redet nicht mit uns, weil wir das Outfit hier anhaben. Gut, also. Weiter zu haben. Wir haben jetzt aber mal. Wir haben erst eine einzige von 11 Bonusquests hier abgeschlossen. Wir haben auch erst 9. Also, das ist hier ja das aktuelle Gebiet. Das ist, hier oben der Bergtempel. Haben wir 100% abgeschlossen. Dann, was haben wir dann noch? Kino T, da fehlt uns das Herausforderungsgrab, eine Bonusmission, Relikt. Och, da fehlt uns wieder so viel. 56% abgeschlossen. Die Prüfung des Adlers, selbst da haben wir eine Notiz übersehen. Mhm. Kuwagyaku haben wir sehr viel und trotzdem fehlen uns Sachen. Und im peruanischen Dschungel haben wir 81%. Ich werde so handhaben wie beim letzten Teil. Ich gucke, dass ich so viel, wie ich machen möchte, mache. Und im Moment haben wir hier wie viel Prozent? 29. Also wir werden hier noch eine Weile sein. Hoffe ich jetzt, dass noch nicht vorbei ist. Aber wir gucken mal, was uns an der Hauptquest so erwartet. In der Hoffnung, dass ich jetzt richtig laufe. Ähm.
gerade sagen, ich bin falsch gelaufen. Ich muss hier irgendwo runter. Ja. Okay. So, dann gucken wir mal, wie gut unsere Schlangenwachen-Outfit ist. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Ha, schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Lara, nett rechtfertigen. Du bist jetzt kein Rebelle mehr. Du bist jetzt eine böse, böse Schlangenwache. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Wir sind halt jetzt hier auch in Gefahr. Hachebanu chikin topikonob. Chenhumpel batelilu chhelbe shunahe. Beishan in Tukul, Minanu Nukolov, Malov, Yetel Mishuts Kansanilobi, Tsokili Uhets, Tantike. Beili kun Uchulo, Hachwahelum Binton Utsil Waminan Kukulkantik Wignalone? Tja, wer weiß, wie ihr euch ohne Kukulkan schlagen würdet. Ich denke mal gar nicht. Ateni, Imesach, Inka, Ma, Utskan Wantani, Hakustal. Sehe ich hier irgendwas? Sie töten hier noch weiter. Ja. Ich laufe genau drauf zu, obwohl ich eigentlich erstmal alles andere erkunden wollte. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das sind aber alles keine Schlangenwachen. Wachen. Wir gehen einfach weiter. Sie werden wahrscheinlich alle sterben. Und wir können nichts tun. Außer dem Allgemeinen ein Ende zu bereiten. Gucken, kann ich hier den Monolithen schon entziffern? Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Ich liege zu Füßen denjenigen, der die beschattete Schlange... Oh Mann. Vermutlich dann hier oben irgendwo. Wenn es nicht zu deinen Füßen ist, ist es automatisch zu Füßen von dem hier. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ach so, die sollen ja auch Rücken an Rücken stehen. Die zwei stehen ja nicht Rücken an Rücken. Okay, was haben wir hier? Telalok-Vase. Hervorstehende Augen, Fänge. Das ist Tlaloc, der aztekische Gott des Regens und der Stürme. In guter Stimmung ist er außerdem ein Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, der den Menschen Leben und Nahrung schenkt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass er auch für Gewitter, Hagel und andere zerstörerische Aspekte des Wassers verantwortlich ist. Einschließlich der Erosion, weshalb ihm auch Höhlen, Teiche und Quellen zugerechnet werden. Umso merkwürdiger ist es, dass er in einem Berg lebt. Sein Vogel ist der Reiher,
Aber er wird auch mit Tieren wie Schnecken, Fröschen und anderen Amphibien in Verbindung gebracht. Ein seltsamer Gott. Glaubst du, es wird noch mehr solche Aufstände geben? Der Markttag war eine Katastrophe. Es wird sicher bald eine Lösung für den Konflikt geben. Ich will es hoffen. Jetzt ist nur die Frage, für wen willst du es hoffen und zu wem steht sie? Da ist sie, sie so stehen Rücken an Rücken, dass sich die beiden angucken. Ist das hier nicht der Fall? So, aber wir benutzen schnell das Lagerfeuer. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Mehr hast du nicht zu sagen heute? Nicht so gesprächig. Gut. Was haben wir dann hier? Mehr Ressourcen. Erhöhte Chance, seltene Tiere zu finden. Überlebensinstinkte halten länger an. Ich glaube, ich nehme das mit den Ressourcen. So. Ich dürfte jetzt immer noch nicht, ja, dort kann ich nichts verbessern. Meine Waffen darf ich momentan nicht verbessern. Die wurden alle gut eingepackt. Also. Gehen wir hoch. Rücken an Rücken. Der hier und der hier. Und hier ist... Yes. Das ist großartig. Sehr, sehr schön. So. Kann ich hier lang laufen? Es sah so aus, als würde man dort lang laufen. Ich hätte gerne noch eine Cutscene gehabt. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Und Edsley soll der neue König werden, haben wir ja gehört. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aber das kann ich noch tragen. Es ist schon leicht ekelhaft. So, Öl kann man wieder mitnehmen, weil wir jetzt ein bisschen was verbraucht haben. Ich weiß, wir haben die Parole, aber... Ma, was denn? Für niemanden. Wir können eigentlich im Moment für niemanden. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wir müssen als erstes Unuratu befreien. So. Hier ist eine Truhe. Wir haben immer noch keine Dietriche freigeschalten. Gut. Wie riesig das hier oben nochmal ist. Wahnsinnig, wie groß. Wie das... Ja, hier in den Kommentaren schon geschrieben hat, dass sowas überhaupt versteckt sein kann, sowas Riesiges. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Interessant. Interessant. Ich frage mich, was ist das mit deinem Licht? Mal ist es dunkel, dann wird es wieder hell, dann wird es wieder dunkel. Da ich das aber leider nicht bestimmen kann. Du kannst nicht gehen, bitte! Luda, Mädchen, geh weg von der Tür! Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich! Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Vergib mir, Au, aber
Bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Also, opfert er auch seine eigenen Leute. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, können wir etwas für ihn tun? Ich kann nirgendwo Vielleicht hin. Geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestimmung traurig, dass ein Mädchen heute zur Waise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao. Ich habe mein Leben doch nicht selbst gewählt. Es war ein Geschenk der Götter. Jedes Leben ist ein Geschenk. Gut, Kleine. Es tut mir leid, Ao. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Okay, und wie finde ich jetzt heraus, wer... Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Gut. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Warum hat der Diener ins... Ich kann ich das Gefühl nicht mehr aber hören. Trotzdem bei allem Respekt, größer als dein Genuss, andere Leute zu hören. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtungen. Immer. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Wo sind hier noch Leute? Unglaublich. Ich kenne den Mann, der heute hingerichtet wird. Es ist Hakan, ein Fleischer aus der Unterstadt. Verstehe. Der Delinquent ist also dein Freund. Er hat versucht, Kukulkan zu töten. Ich halte mich von Attentätern fern, ob erfolgreich oder nicht. Wenn er nicht dein Freund ist, was regt dich dann so auf? Ich schäme mich, dass er ein Mitglied der Händlergilde ist. Das fällt auf uns alle zurück. Okay. Komm! Ma, Bastin. Also der... Willst du immer noch helfen? Ja, sobald die Wachen weg sind. Okay, aber wie locke ich die Wachen weg? Und wo kann ich sie hinlocken? Ich muss doch etwas tun können. Genug gebetet für den Moment. Bitte blas ins Horn. Natürlich. Was passiert, wenn er ins Horn bläst? Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Kann ich noch auf dich zählen? Die Wachen bleiben ein Problem. Du weißt, was du zu tun hast. Tritt zur Seite und lass mich zu dem Gefangenen. Wie schon gesagt, der Mann wird auf Befehl von Kukulkan hingerichtet. Niemand darf hinein. Es tut mir leid, auch. Ach, der hier.
Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Soll ich zum Gebet rufen? Noch nicht. Musik auch noch? Findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon. Okay. Sorgen wir dafür, die Wachen dass sind alle weg. Ruhig bleiben. Dann müssen wir jetzt los. Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Die Wachen sind weg. Wir müssen diesmal schneller sein. Los! Das müsste klappen. Los, zusammen! Der Weg ist frei. Cool, schneller. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die Fremde, die bei Unruhe. Natürlich sind wir die Fremde. Ich glaube, so haben sie uns die ganze Zeit genannt. Ishik. Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Alles gut. Ich kann nämlich nicht meine Waffe ziehen. Der Ausgang ist blockiert. Ich hoffe weiter. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Geil. Alles voll. Wir haben jetzt das verstärkte Messer gekriegt, was die ganze Zeit nicht geklappt hat. Wo wir an verschiedensten Stellen gebraucht haben. Papa. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Wir haben dem kleinen Mädchen geholfen. Und seinem Vater. Und sie gerettet. Das ist cool. Errungenschaft freigeschaltet, die Verurteilten. Magst du nicht wieder aufhören, Musik zu machen? Ah, hey. Das bedeutet... Next time. Das Gefängnis. Ich muss aber zurücklaufen zum Lagerfeuer, um zu speichern. Und ja, wir haben wieder mal eine etwas längere Folge. Hat halt zusammengepasst. Ich wollte es halt mittendrin unterbrechen. Und das trotzdem noch irgendwie machen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Schaut auch in der nächsten Folge vorbei, was in diesem Gefängnis passiert. Ob wir es schaffen, Onorato zu befreien. Wie es den Rebellen uns dabei ergeht, uns bei der Flucht zu helfen. Und... es ist noch so viel mehr zu tun an Nebenmissionen, an Sachen finden. Müssen wir uns wieder umziehen und ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was euch daran gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was für andere Spiele ihr sehen wollt. In diesem Sinne, macht's gut, Stormtrooper. Ciao, ciao.